Hallo, ich bekam gerade Überraschungspost, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ihr müsst wissen, ich bin gerade diese Woche, deswegen kommen auch nicht so viele Videos und auch nicht so viel Information von mir. Ich bin gerade sehr, sehr stark in der Prüfungsphase. Ich habe in 4 Tagen Prüfung und mache gerade unglaublich viel und bin ein bisschen fertig mit den Nerven und habe gerade keine Lust, mich vor die Kamera zu setzen eigentlich. Deswegen verzeiht mir das bitte. Ihr bekommt noch ein kleines Follow Me Around von der SchizekCon, aber das wird nächste Woche erst folgen, wenn ich damit durch bin. Ja, und ich bekam gerade ein Päckchen und es steht drauf: Inhalt Motivation in kleiner und großer Form. Bitte zu beachten, am besten mit einer Tasse Kaffee oder schwarzem Tee täglich einnehmen. Auch mit mehreren Personen zu genießen, nicht verschreibungspflichtig und Nachschub unter. Da habe ich ja die Nummer abgeklebt, also von der lieben Chrissy, einer sehr, sehr guten Freundin, die hat mir ein kleines Päckchen geschickt. Und ich weiß schon, was drin ist, auf jeden Fall. Und zwar Motivationskekse. Oh, das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Das sind Kekse mit Schokodrops eingebacken und oh, mit Oreo-Kekse eingebacken. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt von der Darum, die so Kekse gebacken hat mit Oreos drin eingebacken. Das ist wirklich, wirklich klasse und ich will das auch unbedingt nochmal nachversuchen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie gut diese hier schmecken. Probier mal. Oh, sehr gut. Die sind echt gut. Jedenfalls freut mich das sehr. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Chrissy. Mein Herz. Ich bin sehr dankbar dafür. Das heitert mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen auf für die schwierigen Tage, die noch vor mir liegen, mit sehr, sehr wenig Schlaf und sehr wenig, ja, Power. Das wird mich auf jeden Fall wieder dann nach oben. Zucker ist immer gut, Zucker ist immer gut. Ja, also ihr Lieben, wie gesagt, wir sehen uns dann nach dieser Prüfungsphase und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.